ich bin der Hauptrolle. So, ich spiele der Junge, der aus Flüchtlinge, der Junge aus Hamburg kommt. So, in dem Film, es ging um die Flüchtlinge, die Probleme haben in Deutschland. Und so in Hotel California, es wäre, ich arbeite da, so kostenlos. Ich weiß zwar nicht, aus welchem Land du kommst, aber in meiner Küche wird der Chef gegrüßt. Ist das klar? Ja, wir haben in der Küche gedreht, die Szene mit Elias Truppe, da die ja bei uns in der Küche mitarbeiten. Und es war ein anstrengender Tag heute, aber es muss gemacht werden, es gehört dazu und es war eigentlich ganz in Ordnung und es hat auch Spaß gemacht. Guten Morgen, Nico! Ja, als ich halt mit Elias alleine in der Küche war, bestimme ich halt so den Chef, weil Enrico nicht da ist. Und dann demonstriere ich auch meine Macht hier, ne, weil ich mich ja hier auskenne und er halt nicht. Und das treibe ich ihm auch noch so ein bisschen unter die Nase. Wir sehen ein bisschen viel. Jetzt ja, aber... Also beim Filmprojekt mache ich die Maske, damit ich die Leute ein bisschen schöner machen kann, damit sie sich besser fühlen und besser spielen. Und auch bin ich als Schauspielerin. Ich spiele auch mit. Und also was ich da mache, der Ahmad kommt zu uns, weil er den Brief bekommen hat, dass eigentlich seine Abschiebung von Deutschland ist. Hallo. Chi? Wir haben gerade einen Messer. Danke, was hat er vor? Tschüss, Bi. Translate, bitte. Was machst du? Meine Rolle war, ich einen Brief bekommen habe. Und die Brief und ich habe nicht verstanden, was da steht. Und da ich brauche die Leute keine Hilfe und Obsess machen. Und ich habe gegangen von Marcan und Masoud und das zu mir erklären, das was da steht. Wie bin ich? نامی دیپورتی نی چی؟ What? نامی دیپورتی او؟ از آلمان؟ You will be deported. Viele Leute, die haben Angst einfach. Die haben Angst einfach, vielleicht jetzt kommt ein Polizei zu mir, dann er will mich einfach Abschiebung. Und dann einfach Stress. Wissen Sie, der hat einfach Stress. Zum Beispiel, vielleicht kann ich hier bleiben oder kann ich, wenn ich gehe zu meinem Land, also ja. Achtung! 2, 1, Action! Genau, und dann guckst du ihn an. Deutsch geht gar nicht, ne? Deutsch geht gar nicht. Szene 8, Take 21. 2, 1 und los! Was ist mit dem Football? Deutsch geht wohl gar nicht, wa? Ich spiele die Anführerin der deutschen Clique. Der Charakter dieser Person ist, ich bin sehr rassistisch und ich bringe das auch sehr doll zum Ausdruck, auch besonders bei der Strandszene im Trailer jetzt. Kein Deutsch, kein Fußball. Ich finde interessante Geschichten
und dass der Jugendliche und deutsche Jugendliche die zusammen gespielt haben. Und das, ich finde, das Interessante, diese Jugendliche so Erfahrung haben. Das sind echt interessante Leute dabei, auch sehr verschiedene. Und man lernt andere Kulturen kennen, andere Sprachen. Und das war auch echt aufregend. Also ich denke, viele Leute, die also Flüchtlinge nach Deutschland kommen, die haben die gleichen Probleme, was ich hatte. Und ich möchte das eigentlich mitmachen, damit ich die Leute ein bisschen aufmerksam mache, damit die sehen, wie zum Beispiel Flüchtlinge, die hierher kommen, was für ein Probleme die haben und was fehlt eigentlich für sie. Deswegen, ich finde das ganz wichtig, wenn die Leute das sehen und merken und sich besser vorstellen. Und was ganz wichtig ist, du musst dir vorstellen, du nervst dich jetzt, weil die haben wirklich gar nichts, die sind alle so dumm. Und so musst du das auch so quasi, ihr habt gar nichts verstanden, nichts. Ihr alle habt gar nichts verstanden. Dieses Hotel ist unsere Chance, in Deutschland zu bleiben. Wir haben mit diesem Projekt ja nicht nur vor, einen großartigen Spielfilm zu drehen in voller Länge, sondern gleichzeitig auch noch den Anspruch, den Jugendlichen eine Plattform zu geben, ihre Meinung zu äußern, ihre Belange in die Öffentlichkeit zu tragen und politische Bildung zu leisten. Das Ganze ist mit einem Riesenaufwand und sehr viel Geld verbunden. Das ABC Bildungs- und Tagungszentrum, Directors Cut, CreaClick und die Hüller Medienwerkstatt versuchen derzeit irgendwie Wege zu finden, das zu realisieren, brauchen da aber noch wahnsinnig viel Unterstützung, um das Ganze bekannt zu machen. Und es kommt so was Besseres, aber das darf ich nicht so weit erzählen.